fesselt die Lust. Immer mehr junge Menschen folgen dem Bondage-Trend. Besonders seit dem Kinoerfolg von der Shades of Grey-Reihe. Bondage heisst fesseln und ist seit 10 Jahren die grosse Leidenschaft von Haru Kumo. Das, was mich am meisten daran fasziniert, ist vielleicht diese intime Kommunikation, die stattfindet. Also ich kann ja nur so weit gehen, wie meine Partnerin mich gehen lässt. Ich tue ihr ja nichts an, was sie nicht möchte. Das heißt, ich muss irgendwie rauskriegen, was ist für sie okay, was will sie jetzt, und muss dann schauen, ob ich ihr das jetzt schon geben möchte oder ob ich ihr das noch ein bisschen vorenthalte. Und diese Machtposition, in der ich ja dann bin, dass ich darüber entscheide, wie viel Freude und Vergnügen ich sozusagen zulasse und wann ich gebe und wann ich verzögere und so weiter, das ist meine Machtposition. Und das genieße ich einfach, zu sehen, wie meine Partnerin darauf reagiert und das dann eben entsprechend auch steuern zu können. Unter seinem Künstlernamen ist der Haru Kumo auch schon an der Ekstasia auftreten. Sein echter Name bleibt ein Tabu. Bondage ist immer noch mit vielen Vorurteilen verknüpft. Man denke sich da doch weh und es hat nichts mit Liebe zu tun. Ich glaube, SM ist nicht was Düsteres. Natürlich, es hat diese Ästhetik, aber das ist ja nur eine Frage der eigenen Fantasie. Ja? Wenn man natürlich sagt, ich will jetzt streng behandelt werden und dann sitzt man irgendwie in der Starbucks-Kaffeehaus-Atmosphäre, dann kommt die Stimmung nicht so auf. Und deswegen geht man in einen dunklen Keller, wo dann da ein Käfig steht und dann weiß man genau, wenn ich mich jetzt nicht benehme, werde ich eingesperrt. Und dann ist man im Kopf schon so in seinem persönlichen Erleben drin, dass fast schon egal ist, was tatsächlich passiert. Weil man sich so mental eingestellt hat darauf, dass jetzt eben diese Situation da ist. Bei Leuten, die sich für die erotische Fesselkunst interessieren, aber noch ein bisschen unsicher sind, kann der Wahlzürcher nur einen Tipp geben. Die Grundlage ist immer Vertrauen, Kommunikation, Ehrlichkeit in beiden Fällen. Und im SM vielleicht insofern ein bisschen mehr, weil wenn man dann miteinander intim wird, dann passieren einfach Dinge, wo man dem anderen sehr viel mehr Vertrauen entgegenbringen muss, dass einem am Ende nichts passiert. Das Wichtigste ist, wie bei allem Neuem, wo man anfängt, man sollte sich wohlfühlen. Dann kann auch beim ersten Versuch nichts schief gehen.